Willkommen wieder als Video von mir. Und zwar werde ich euch heute was zeigen. Und zwar kennt ihr ja wahrscheinlich mein Fellbuch. Das hier ist ein bisschen abgespitzt, weil ich habe das mit Acrylfarbe angemalt. Und halt hier mit so schwarzem Stift. Da habe ich noch Pferdehandbuch drauf geschrieben. Also da sind alle Pferde drin. Hier haben wir zum Beispiel einmal Saphir, Shakira Rose, Diva, genau. Wer ist denn das? Alfie kennen wir auch noch, Lumi kennen wir auch. Die Kasi kennt ihr auch alle. Doch da gibt es zwei Pferde, die ihr noch nicht kennt. Snowfox, der ein Mavari ist und am 25.12.2012, ja, ich hab, aber sonst wäre er nur ein, nicht mal ein Jahr gewesen. Er ist ein Wallach und, ja. Und vor Alfie haben wir ja noch ein Pferd gesehen. Kein Name, ein Haflinger, das Alter weiß ich noch nicht, eine Stute und Besitzer ich. Die zeige ich euch jetzt. Der Wallach ist Snowfox. Da ist sein Schild. Snowfox. Also sie sind momentan sehr gequetscht. Ich bin eben gerade am Überlegen, wie ich man das machen kann. Das ist Snowfox. Von der Form finde ich ihn von der Kopfform sehr schön. Er hat eine pannafarbene, genau, Panna, genau, Mähne und Schopf. Er hat Mavari-Ohren, wenn die mir gelungen sind, was ich nicht finde, aber er ist halt ein Mavari, Leute. Bitte seid nicht allzu streng. Ich finde, er sieht zwar nicht aus wie ein Mavari, aber ich wollte halt einen Mavari haben und ja. Ich finde, das Ohr ist ein bisschen besser geworden als das da, aber es ist halt so gerade geworden. Das ist eigentlich eh gebogen, aber das ist halt mein kleiner Snowfox. Er ist richtig süß und ich habe eben die Materialien für ihn und für das andere Pferd zu Weihnachten bekommen. Und das ist der Kleine. Wenn ihr wollt, dass ich mal ein FMA mit allen Pferden mache, okay, allen kann ich nicht machen, aber ihr dürft euch mal entscheiden, mit welchen Pferden ich von den ganzen und dem anderen machen kann. Also, ja. Das ist jetzt die Haflingerstute. Sie hatten leider noch keinen Namen. Finde ich nicht so schlimm. Jedenfalls, sie ist halt so braun. Sie ist ein dunkler Haflinger. Und sie hat halt so schöne gelockte Mähne. Sie hat eine Schwester. Und ja. Ihre Schwester ist natürlich nicht auf dem gleichen Hof. Und ihre Schwester heißt Kimi. Kimi ist, wie gesagt, auch eine Haflingerstute, wenn sie Schwestern sind. Und ja, diese Besitzerin von Kimi, wir schreiben halt auch miteinander. Also, du merkst, ne? Das ist Kimis Schwester. Und sie ist richtig hübsch. Ihre Ohren finde ich eigentlich recht gut gelungen. Meine ersten Ohren, die richtig gut gelungen sind, wie ich finde. Sie sind, weil sie weich sind, baumeln sie ein bisschen rum, aber das ist nicht so schlimm. Und sie ist halt ein bisschen schief, aber das stört mich jetzt nicht so. Ja, und dann da hinten muss ich das noch ein bisschen verbinden, aber sonst geht es eigentlich recht gut. Und ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Namensvorschläge in die Kommis. Obwohl ich wahrscheinlich doch wieder ziemlich wählerisch beim Namen bin. Weil ich finde, der Name muss wirklich passen. Also überlegt gut, wenn ihr mir Namensvorschläge reinschreibt. Schreibt einfach die schönsten Namen, die ihr kennt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, hab euch lieb!